Hallihallo, liebe Bienenfreunde, ich habe euch heute mal mitgenommen zu der Waldblüte, die eigentlich in den letzten Jahren immer hervorragend war in der Nähe von Pirmasens. Wir hatten hier eine Menge Akazien und vor allen Dingen eine Menge Waldhimbeere ist hier in der Gegend. Und die hat auch wunderbar geblüht, allerdings echt im Turbo. Und das ging vielleicht gerade mal eine Woche oder so, wenn überhaupt. Und ich gucke jetzt gerade nach und sehe, die Himbeere ist durch. Die ist echt durch, das ist unglaublich. Jetzt habe ich hier die Völlinge durchgeguckt und alle Brut hat einen super Futterkranz. Den Bienen geht es hervorragend, muss ich sagen. Aber es gibt keinen Honig. Ich nehme mal hier den zweiten Brutraum runter, weil auch dieser ist echt sehr leicht. Das habe ich also so noch nie erlebt. Und jetzt gucken wir mal den unteren Brutraum rein. Und der ist also immer noch voll. Die wollen dies ja nicht aus dem Brutraum hoch, in den zweiten Brutraum hoch. Weiß nicht genau warum. Sie haben teilweise schön ausgebaut. Ich gucke mal hier jetzt noch nach frischer Brut. Ob die Königin okay ist, ob das alles passt. Und wenn das alles passt, dann ist es halt so. Gell? Ein bisschen Rauch kann man nehmen, aber die sind echt auch sehr brav. Sehr wabentreu. Nur Honig können sie halt auch keinen zaubern. Den müssen sie sammeln. Und hier zum Beispiel mal, seht ihr, da hole ich eine schöne Brutwabe raus. Und hier ein hervorragender Futterkranz drauf. Und eine tolle Brut. Und im Außenbereich, alle Stadien von Maden sind da drin. Und auch frische Stifte. Das heißt für mich, mehr brauche ich nicht zu wissen hier. Die lasse ich in Ruhe. Setze dann wieder ganz, ganz vorsichtig rein, dass auch keine Biene da ein Problem kriegt. Jetzt gucke ich mir gerade, hebe ich gerade mal noch die äußere Futterwabe, die ist also randvoll. Sehr gut. Das heißt, es gibt genug Futter. Und wenn ich hier so reingucke, dann sehe ich, hier ist überall Brut drin, bis auf die, selbst an der äußersten, der vorletzten ist hier auch noch Brut drin. Also wir haben genug Brut. Alles ist gut mit der Brut. Ihr seht, hier sind auch Bienen drin, ordentlich und am Arbeiten. Extrem brav, wirklich. Leider könnt ihr keinen Honig zaubern. Aber die Chancen stehen gut, dass wir noch Waldhonig kriegen. Wir haben also viele Läuse, habe ich schon entdeckt. Die ersten Tropfen unten auch. Könnte was geben. Schauen wir mal. Ja, hoffen wir das Beste. Bis dahin. Ciao.